Einen schönen guten Abend miteinander. Hallo zusammen. Wir sind Nebelfresser vom Autos. Und wir sind dieses Jahr unterwegs unter dem Motto: Kann ein Selfie Sünde sein? Und aus diesem Grund möchten wir jetzt gerade noch schnell eins machen. Eins machen, Schöner. Blendet ein bisschen, ist ein bisschen leichter. Du solltest schon ein bisschen schön schauen, wenn du schon raufkommst. Du weißt nicht. Nein, das ist schwierig. Da hinten links, der lacht nicht. Gut, tipptopp, merci vielmals. Danke, dass wir alles verwenden, wie auch immer. Jetzt hat ich, ist jemand hier drinnen, der mit jemandem da ist, der nachher, wenn wir die Fotos irgendwo, dass es nicht gut wäre, wenn die zusammen anwählen. Dann wäre es schwer gehabt. Ja, die hätte letzte Frage. Ja. Hätte ich noch einen gesucht, der ein Nackt-Selfie machen will? Auch nicht. Auch kein Freiwillige. Ja, also. Ja, fast gerechnet mit dem. Du, Bruder Thomas, dann ist Zeit, dass du das selber bist. Das ist, ja, zu viel so ist das schon nötig. Du dich schön konzentrieren. Ich nehme meine Patri, Patri Effili, Zarecker, Mari und Julie. Apropos, Nackt-Selfie. Ich glaube, wir können noch da. Unsere Melodie. Unsere Melodie ist wie alle Jahre die gleich. Das Träubli. Und ich bitte euch von Herzen nicht zu singen. Ich war zu weit. Moment. Der Spick für den Namen, das ist schwierig. Wenn ich nicht versagen darf. Warte, ich mache noch ein Bierchen. Ich mache noch ein Bierchen. Der Müller tut nackt Selfie machen, stellt sein Internet. Wollt's mit der Freundin so krachen, wenn sie so nicht will. Jetzt ist rausgekommen, dass er's nicht mich zu der Freundin so umwerben. Er hat noch gemeint, er möge sich beim Bachelor so bewerben. Es ist ja wohl ein kleines Träumlich gewesen. Träumli sind ja doch so schnell verdient. Es ist ja wohl ein kleines Träumlich gewesen. Träumli sind so schnell. Kein Tön und kein Flör und kein Fündin sieht sie nehmen, glaub auch ein Dicke. Wenn's ihr auch nicht ganz entspricht, ich ging sie schon gerade trösten. Ein Vorschlag, ja, das hätten wir, es ist vielleicht ein krasse. Nimm doch jetzt den Grässchilbär, der wird noch zu dir passen. Sehr ist ja wohl ein kleines Träumchen gesehen. Wir sind ja doch so schnell vorbei. Siehst ja nur ein kleines Träumchen gewesen. Träumchen sind so schnell vorbei. Ja, wir tun ja auch noch Beicht abnehmen, ihr Pater. Wir sind ja auch gebunden an das Amtsgeheimnis da. Und das ist, letzten Samstag bin ich wieder dran gewesen, in der Hofkirche in Luzern. Es ist ein 98-jähriges Mütis, wo man in den Beichtstuhl reinkam und hat gesagt, Herr Pater, ich habe einen ganz jungen Mann verführt. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich doch jetzt fast nicht glauben. Dann sagt sie, Momo, es ist zwar 40 Jahre sitzen, aber ich beichte das halt immer noch gern. Der Fritsche hat mich gefragt, wie es wäre, wenn ich eine könnte auslesen. So wie ich halt könnte, dann geht es nur ein Hure besser. Da habe ich gesagt, ich nehme zur Not, bin ich Heiko und keine Mozzi. Die Wüstblonde, die dort rumsteht, ich glaube, die heisst Trigotzi. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell vorbei.
Wenn du ins Spital musst, ist es so. Wenn du verletzt durch Blüten, bist du in Notaufnahme noch froh, wenn die Schwester dich hütet. Zwei Stunden lang meine ganze Lebensgeschichte, da tut es mich unterbrechen. Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht, Sie müssen Hochdeutsch sprechen. Sie ist ja nur ein kleines Träumchen. Träume sind ja doch so schnell vorbei. Sie ist ja nur ein kleines Träumchen. Träume sind so schnell vorbei. Da ist einer zum Doktor gekommen. Dann sagt der Doktor, etwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt einfach nicht. Der erste Orgasmus ist alles normal. Und beim zweiten Orgasmus, der schwitze ich, der Schweiß läuft mir über den Grindy und die Arschklaffe nie. Etwas stimmt einfach nicht. Und dann sagt der Doktor, ja, in welchen Abständen haben Sie denn die Orgasmen? Und dann sagt er, ja, der erste im Jänner und der zweite im August. Jetzt machen wir einen ein bisschen zum Nachdenken, ein bisschen gesellschaftlich. Ein bisschen. Mein Sohn ist dick und kugelrund, trotz einem Haufen Spock. Dass er so dick ist, gibt's keinen Grund, ich finde da kein Wort. Er jutet, turnet an den Geräten den ganzen Tag ohne Ruhe. Und klappt erst am Abend spät, erschöpft der Laptop zu. Sie ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Sie ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell vorbei. Liebes Hungerig, voll Verzweiflung, sucht ein Sonnenbauer. Ihm eine Frau im Fernsehen übereifrig, täglich rund um die Uhr. Es ist spannend, fast bei jedem Bauer, gell, du schaust es auch. Wir raten fast in einer Tour, welchen ist jetzt die Frau? Sie ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Ja, nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell vorbei. Ja, jetzt reden wir noch über den Vogel. Das letzte Mal über den Wunder. Oben dran, das wissen wir noch nicht. Vielleicht gibt es da noch mehr Geschichten darüber. Und zwar, ich könnte selber auslesen, welchen Vogel ich meine. Und zwar haben wir uns überlegt, das ist passiert, die ganze Geschichte mit dem wunderen Vogel. Aber der Uli, der hat schwer zu beissen. Und wir haben mal die Sicht angelegt, wie es jetzt dem Uli Maurer geht. Ab euch. Am Schweizer Stimmvolk. Wie näher ihr euch denkt. Ja, genau. Wenn du willst, verbrenn das Stimmpapier. Wenn du willst, das letzte Souvenir. Wenn du willst, dann tu, was dir gefällt. Doch etwas kannst du nicht auf dieser Welt. Das kannst du mir nicht verbieten, ihn zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heute. Das kannst du mir nicht verbieten, noch mein Schweizer tut mir leid. Wenn du willst, dann sei doch gegen mich. Wenn du willst, dann lass mich doch im Stich. Wenn du willst, dann zwing mich in die Knie. Doch etwas gibt es, das gelingt dir nie. Das kannst du mir nicht verbieten, ihn zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heute. Das kannst du mir nicht verbieten, noch mein Schweizer tut mir leid. Wenn du willst, dann lass den Grippenkampf. Wenn du willst, sag allen, es ist aus.
Wenn du willst, vergiss das schöne Jahr. Doch etwas ist für mich schon heute klar. Das kannst du mir nicht verbieten. Ich zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heute. Das kannst du mir nicht verbieten. Noch mein Schweizer, tut mir leid. Noch mein Schweizer, tut mir leid. Noch mein Schweizer, tut mir leid. Und dann jetzt zum Urolog. Urolog wissen, das ist ein Pfiffli-Doktor. Und dann jetzt zum Urolog. Und der Urolog sagt zu ihm: Herr Meier, Herr Meier, ihr müsst unbedingt aufhören mit der Selbstbefriedigung. Ihr müsst unbedingt aufhören mit der Selbstbefriedigung. Dann sagt Herr Meier: Ja, warum? Ist das schädlich? Dann sagt er: Nein, aber wenn ihr nicht aufhört, kann ich nicht untersuchen. Jetzt kommt sprachlich ganz schwieriger. Jetzt müsst ihr euch gut konzentrieren, weil meine Zunge hat ein bisschen Mühe zwischen dir mit diesen Namen. Sie heissen Dermitsch und Beramitsch, Meili und Shakiri, Sferotitsch, Inler und Kasamitsch, Uru und Memedi. Dass wir die da erwähnen, das leuchtet sicher ein. Das ist, weil alle gut schütten können und echte Schweizer sind. Es ist ja nur ein kleines Träumli gewesen. Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumli gewesen. Träumli sind so schnell vorbei. Es geht noch weiter mit der Band. Dass die Nazi gleich an die WM kam, was machen wir jetzt da? Als Trainer braucht es einen guten Mann, der die Lizenz muss haben. Die Muttersprache ist auf dem Platz, das versteht dort jeder. Petkovic heisst darum der Schatz, der gleich wie die vorher tut, reden. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumli gewesen. Träumli sind so schnell vorbei. Wir haben den Fleischeslust abgeschwört, ernähren uns vegan. Von Sojabohnen unerhört und plötzlich aus Setan. Wir lesen nur den Pötl-Zeitung von Anfang bis zum Z. Weil kein Artikel in der Zeitung Fleisch am Knochen hat. Es ist ja nur ein kleines Träumli gewesen. Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumli gewesen. Da sagt der eine Kollege zum anderen: Du, wie ist das eigentlich? Wenn ich jetzt mit deiner Frau schlafe, sind wir dann ein bisschen miteinander verwandt. Da sagt dieser: Nein, dann sind wir quitt. Online-Dating ist der Hit, ein Partner kann stattfinden. Da machen heute fast alle mit bei diesen Dates, den Blinden. Ein Blind-Date habe ich so abgemacht, ihr könnt mich gleich auslachen. Es wartet auf mich gestern Nacht wie Schmiggermutter-Drache. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumli gewesen. Träumli sind so schnell vorbei. Der Heigi schon von Anfang an, bis ne Bub halt hat.
von Geburt an so ein Pfeifli gehabt, was er glaub heute nicht will. Der Transi weiss es nicht genau, ob Rammlig oder Gust, ob er will Masi oder Frau, mir ist das ganze Wurst. Es ist ja nur ein kleines Träumli gewesen, Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumli gewesen, Träumli sind so schnell vorbei. Ja, ich war letztens mit meiner Frau auf dem Doktor gesehen und da hat mir der Doktor gesagt, du, deine Frau, die gefällt mir aber gar nicht, die gefällt mir jetzt gar nicht. Da habe ich gesagt, ja, mir auch nicht, aber was soll ich machen? Die Kinder haben halt so andere. Gut, liebe Frauen, wir müssen entschuldigen, meine Witze sind ein bisschen sexistisch, aber ich weiss, ich kann nicht viel mehr wieder mir machen. Wir sind ja Multitasking. Die Frauen, die können mehrere Probleme miteinander auslösen. Jetzt kommen wir zu der Helene Fischer und zum FCL. Die Helene Fischer übrigens, die ist ja mit dem Florian Silbereisen zusammen. Das muss man nicht verstehen, aber man kann es akzeptieren. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn jetzt die Helene Fischer mit dem Silbereisen, gibt das nachher Silberfische? Ich lege mir daheim ein Trikot an, eine blau-weisse Schärpe hängt hier auch noch dran. Oh, oh, der Alpi-Stadion auf Luzern, denn vom FCL bin ich ein grosser Fan. Oh, oh, atemlos der FCL, fragt sich jeder, was das soll. Atemlos legt sie die schwach, jeder Matsch gibt's eins aufs Dach. Atemlos, der Alex Frey hätte endlich können heim. Atemlos mit dem Fringer, hab ich gedacht, es geht der Ringer. Atemlos steh ich da, jeder Gegner lässt sich stehen. Atemlos, ich seh es kommen, am Schluss vor Saison ist es so. Atemlos macht einen Schlapp, musst schauen, es länge gleich noch knapp. Atemlos, ich hoffe es klappt und die Fossio steigen an. Gut, recht, ja. Mit dem kann sie nur noch hochgehen, ob sie gehen, jetzt haben sie zwei Unentschieden gemacht. Jetzt haben sie also einen Ernährungsberater eingekauft, sie tun jetzt auch nur noch vegetarisch. Wegen dem haben sie dann einen Salat-Teach geholt. Und jetzt will ich nicht schon sagen, was sie noch essen, sie würden können gewinnen. Jetzt an dieser Stelle hätten wir eigentlich gern, über einen Euro hätten wir eigentlich gern noch einen gemacht. Aber das ist ja so schlecht gezahlt, wenn wir sagen, das können wir nicht. Es ist ja wirklich so, der Euro geht zusammen und Zigaretten nebenzu werden immer teurer und teurer und das ist wahnsinnig, was die Zigaretten heute kosten. Es ist ja bald so, die Zigarette danach kostet davon bald mehr als die Prostituierte davor. Das ist fast schlimm. Jetzt, apropos Prostituierte. Für diesen Vers haben wir extra noch ein Wort erfunden. Das kommt dann ganz am Schluss, wenn wir gut hören. Frau Spiess hat mit dem Hürlimann hat jetzt Gedächtnislücken. Das Zogenschläferstündli hatte, jetzt weiss ich beide drücken. Politisch gesehen ist das neu, man kann es ja mal probieren. Das SVP und Grüne tun, koitussionieren. Es ist ja nur ein kleines Träumli gewesen, Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Die
ich nur eins sagen. So wie die jetzt zugelassen. Schuldig ist Türliwa ist schuldig. Schuldig ist Türliwa ist schuldig. Und alle schuldig ist Türliwa ist schuldig. Schuldig ist Türliwa ist schuldig. Ciao zusammen, ciao zusammen. Ja, einen großen Applaus für Peter und Thomas. Nebenfresser ist Walter. Oh.